Hallo und herzlich willkommen im Park. Wir machen eine kleine Kommentarreihe zu Seven vs. Wild Panama. Hatte ich ja versprochen, dass ich da auch auf einzelne Folgen zumindest mal kommentieren werde. Ich betone, ich werde kommentieren, ich werde nicht reagieren, weil ich glaube, keiner von uns muss das 834.000. Reaction-Video auf Folge 1 jetzt sehen, wo wieder Folge 1 schon wieder durchläuft und derjenige, der da reactet, wie man so schön sagt, etwa 5 Minuten Zusatzmaterial erzählt, was er davon hält, von dem, was er da gerade sieht. Ich bin ein kleines bisschen schockiert, was für Leute alles auf Folge 1 reagieren. Die Aufrufzahlen sind zum Teil entsprechend relativ niedrig, obwohl Folge 1 ja selber bei Stand jetzt 4,5 Millionen Aufrufe hat. Irre. Aber ja, manchmal frage ich mich schon, was soll ich mir jetzt eine Reaction von Sarah Krümpeldümpel aus Pfuhlendorf angucken, die total begeistert ist und Fan erster Stunde. Das ist ja schön, aber sofern Sarah Hümpeldümpel aus Pfuhlendorf jetzt nicht zufällig gerade Botanikerin ist oder Geografin oder Tropenwaldforscherin oder Survival-Expertin oder sonst irgendwer, der aus irgendwelchen Gründen dazu tatsächlich was zu sagen hat, wie zum Beispiel die Teilnehmer, dass die reagieren, das kann ich ja auch noch irgendwo nachvollziehen. Da habe ich mir jetzt ein bis zwei Reaktionen tatsächlich angeguckt und muss auch da sagen, ein Kommentar wäre mir lieber gewesen. Also wenn man sich nicht jedes Mal wieder aus neue Folge 1 nochmal reinziehen muss und nochmal, um dann eben an den richtigen Stellen, wo die Kommentierenden tatsächlich auch was sagen, das nicht zu verpassen, das finde ich persönlich ziemlich anstrengend. Aber gut, das ist ein Internettrend. Ich möchte auf den Seven vs. Wild Zug sehr gerne aufspringen. Ja. Da bin ich dabei. Aber worauf ich nicht aufspringen möchte, ist der Reaction-Trend. Ich habe einzelne Bilder, wie gesagt, mir rauskopiert und werde einzelne Bilder besprechen, auf denen Dinge zu sehen sind, zu denen ich auch tatsächlich was zu sagen habe. Zum 834 Millionsten Mal zu schreien, boah, krass, wenn die da aus ihrem Heli raushüpfen, das bringt uns, glaube ich, nicht wirklich weiter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich krass, dass die da aus ihrem Heli raushüpfen. Dem würde ich mich durchaus anschließen wollen, aber es hilft niemandem weiter, wenn ich das jetzt nochmal erzähle. Ja, beziehungsweise verblüfft gucke, während die das tun. So, also das zum Vorgeplänkel. Ansonsten, wer mich tatsächlich noch nicht kennt, zu meiner Qualifikation. Ich bin Ökologe, Forstwissenschaftler und vom ökologischen Stil her. Das bedeutet, als Anhänger der ökologischen Wissenschaften kann ich zu fast allen Ökosystemen des Planeten zumindest ein bisschen was Grobes sagen. Und ja, das ist jetzt mehr oder weniger das Ziel der Veranstaltung, nicht so sehr darauf hinzuweisen, wie neudeutsch hyped ich doch bin, sondern eher mehr eben wirklich auf ein paar biologisch-ökologische Details der Insel einzugehen und ein bisschen einzuordnen, welcher Platz denn jetzt nun wie gut bzw. wie schlecht ist. Was ihr vielleicht schon mitbekommen haben könntet, es wurde auch bereits eben im eigentlichen Videojöchen angesprochen, dass der Fritz sich beschwert, nur eine Palme zu haben, während andere gefühlt einen Traumstrand haben. Das kann man dann auch später aus den Reactions, sofern man sich die dann reingezogen hat, oder zumindest einige davon, lesen bzw. erhören, dass da durchaus eine gewisse Variation der Qualität der einzelnen Plätze von den Teilnehmern wieder wahrgenommen wird. Das überrascht mich ein klein wenig, da es ja diesmal hieß vom Fritz im Vorfeld, dass man mehr darauf achten möchte, dass die Plätze ausgeglichen sind. Jetzt wissen wir natürlich die Details der Plätze noch nicht, aber es sieht auch so aus, zumindest wäre es doch sehr, sehr unausgeglichen, wenn manche Leute eine offensichtliche Frischwasserquelle, also Süßwasserquelle, zur Verfügung hätten und andere wieder nicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man bei der Auswahl der Plätze primär auf die Verfügbarkeit oder die schnelle Verfügbarkeit von Süßwasser geachtet hat und nicht so sehr darauf, wie viele Kokospalmen jetzt jeweils jeder hat, wobei das durchaus ein Thema gewesen wäre, ne? So, das wollte ich gerade noch mal kurz allgemein anmerken. Was ich außerdem noch allgemein anmerken möchte, ist jetzt eben zur Insel selber.
Ja, und damit ist der Moment gekommen, wo ich dann weitgehend auf Kartenmaterial und Bildmaterial setze, um ein bisschen das, was ich so erzähle, zu erläutern, nicht erläutern. das ist Panama. Ja, Panama befindet sich, das wird man wissen, zwischen Nord- und Südamerika. Wir haben also links so ein bisschen Nordamerika, wir haben da rechts so ein bisschen Südamerika und genau da dazwischen der kleine Landzipfel sozusagen, beziehungsweise die Landbrücke, die beide Amerikas miteinander verbindet. Das ist dann eben unser Panama mit inklusive dem Panama-Kanal. Der ist hier auch so ziemlich in der Bildmitte eingetragen bei Panama-Stadt, also Panama City, anzutreffen und verbindet also sensationell wirtschaftlich unglaublich wichtig, verbindet damit quasi Pazifik und Atlantik miteinander, wo da keine natürliche Wasserstraße vorhanden war. Das bedeutet zumindest keine schiffbare. Das heißt, man konnte, bevor der Panama-Kanal gegraben wurde, quasi nicht mit dem Schiff von ja, Nordamerika auf die von Ost-Nordamerika nach West-Nordamerika kommen, ohne gleich um ganz Südamerika drum rumfahren zu müssen. Der Panama-Kanal hat also die Schifffahrt und auch den Warentransport heutzutage, den internationalen Handel, außerordentlich gestärkt. Das kann man jetzt durchaus gut finden, ne? Ja, jedenfalls sorgt er ebenfalls dafür, dass man aus der Karibik, also die Caribbean Sea, da im Norden, entschuldigt meine Aussprache, das wird noch ein paar Mal ein Problem sein, in den Golf von Panama zu kommen, also den Gulf of Panama, vermutlich irgendwie sowas. Und das würden wir auch wollen, wären wir jetzt mit dem Schiff hingefahren. Die Seven vs. Wild-Nasen sind natürlich geflogen, das hat auch absolut Sinn, dahin zu fliegen. Und aber im Golf von Panama spielt sich das Ganze ab. Da befinden sich nämlich genau in der Mitte der Schriftzug Archipelago de las Perlas, wie auch immer man das aussprechen mag, jedenfalls, das sind die Perleninseln zu Deutsch oder Pearl Islands in Englisch und zu der die zweitgrößte, die wir hier auf der Karte finden können. Das ist also neben der Isla del Rey, die links daneben, relativ südlich gelegen, die auch noch ziemlich groß ist. Das ist unsere, beziehungsweise die Seven vs. Wild Insel, aber die Insel, die uns jetzt beschäftigen wird. So, und die gucken wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer an. So, und bevor sich jetzt jemand aufregt, dass ich die Location der Insel spoilere, sozusagen, das ist schon ganz offiziell passiert im Making-of-Video. Das gab es noch vor diesem hier von mir, in dem dann darauf hingewiesen wurde, dass es sich um die Isla San José oder so ähnlich handelt. Und ja, genau, die haben wir hier vor uns. Die ist nicht unbewohnt. Da leben laut Wikipedia 10 Einwohner. Sie hat einen Flugplatz, den finden wir hier im rechten Zipfel, diese gerade Linie. Da kannst du also direkt auch mit dem Flieger landen und sie hat die Hacienda del Mar, das ist das Hotel auf der Insel, wo man dann eben auch als ganz normal oder Normalsterblicher Urlaub machen kann. Allerdings, soweit ich das verstanden habe, hat Seven vs. Wild über den gesamten Zeitraum der Aktion, wie die da stattgefunden hat, die komplette Insel inklusive die ganze Hacienda gemietet und damit dann eben entsprechend ausgeschlossen, dass andere Touristen da zu der Zeit überhaupt irgendwie hinkommen können, es sei denn, sie schwimmen oder nehmen ihr eigenes Boot oder sonstige Möglichkeiten. Ja? Also das ist sicherlich ganz clever und erklärt so ein Stück weit, warum die ganze Veranstaltung übrigens auch so teuer gewesen ist, weil so eine große Insel, die hat glaube ich 22 Quadratkilometer, sowas um den Dreh zu mieten, das dürfte durchaus teuer sein, inklusive wenn man dem Hotel seine sonstigen Gäste wegnimmt und das gesamte Hotel für sich haben möchte, also quasi alle Zimmer bezieht, plus den Flughafen quasi für sich exklusiv nutzen kann und. Ja, das erstmal so ganz, ganz grob. Wir befinden uns in der tropischen Klimazone, sind ja auch nur wenige Breitengrade vom Äquator entfernt. Ich glaube irgendwie 8 oder sowas. Und das bedeutet aber nicht zwingend, dass auf dieser Insel tropischer Regenwald herrschen muss. Das kann durchaus sein, dass auch in tropischen Breitengraden, weil die Bedingungen ansonsten relativ schlecht sind oder Besonderheiten herrschen, der tropische Regenwald mal unterbrochen ist von anderen Formen der Vegetation. Genau das ist hier auf unserer Insel übrigens auch der Fall, aber dazu dann später mehr.
Diese Inseln sind alle vulkanischen Ursprungs. Das ist auch kein Wunder. An der gesamten Pazifik-Amerika-Küste, also Nord- und Südamerika, ist ja Vulkanismus durchaus ein ständiges, präsentes Phänomen. Siehe zum Beispiel die Küste vor Kalifornien, wo es ja immer mal wieder Erdbeben gibt. Die Küste vor, ja, die Peru-Anden und solche Ecken, da haben wir auch immer mal wieder Erdbeben, was eben auch unter anderem am Vulkanismus liegt, beziehungsweise genauer eigentlich am der Kontinentaldrift, die da halt eben ihre Grenze hat. Und bei besagter Grenze tritt auch gerne mal ein bisschen Magma aus, weshalb wir relativ häufig da Vulkanismus feststellen können. Die Erklärung, warum wir also da Inseln haben, ist schlicht und ergreifend die, dass es da eben nun mal Vulkanismus gibt und der hin und wieder mal eine Insel hochblubbert. Ja. Also macht da ein bisschen blubber, blubber und flupp, ist eine neue Insel da. Dass diese Inseln, die wir da sehen, auch die Insel, die wir im Hintergrund beim Helikopterflug, da sehen wir noch eine zweite Insel im Hintergrund, mindestens eine zweite, wenn es nicht mehrere sind, das kann ich schwer identifizieren. Die sind alle vulkanischen Ursprungs und keine von denen hat jetzt so einen klassischen Vulkanberg obendrauf, diesen klassischen spitz zulaufenden mit Loch in der Mitte Vulkanberg, den man kennt. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass die Inseln wahrscheinlich schon zu alt sein dürften und der mal ursprünglich vorhandene Vulkankegel einfach schon abgetragen wurde von der Erosion, die da ziemlich stark stattfindet. Allein schon dadurch, dass wir es da mit relativ hohen Niederschlägen in dieser Landschaft zu tun haben, zumindest mal in der Regenzeit, die ja gerade herrscht, zu dem Zeitpunkt, wo Seven vs. Walter stattfindet. Und die paar Millionen Jährchen, allzu viele werden es nicht sein, vielleicht auch nur ein paar Jahrhunderttausende, die da intensives Wetter geherrscht hat, sind durchaus in der Lage, relativ schnell so einen Vulkankrater, wenn es nur ein kleiner gewesen ist, auch wieder verwittern zu lassen. Das heißt, die Insel war mal erheblich höher, war vermutlich mal auch noch ein gutes Stück bergiger und wurde dann einfach im Laufe der Zeit ein wenig flacher. Das ist ein normales Ding bei Vulkaninseln, insbesondere wenn sie nicht mitten, aber doch im Ozean gelegen sind und Ebbe und Flut da natürlich auch nochmal einen wesentlichen Anteil daran leisten, mittels des Wassers, der Kraft des Wassers, die Insel immer weiter ins Meer letztendlich wieder reinzuspülen. Solche Vulkaninseln ist immer das Schicksal, dass die früher oder später sogar ganz weggespült werden oder halt einfach dann erstmal nur 2 Meter unter der Meeresoberfläche liegen, dann sind es irgendwann mal 5, dann sind es noch ein paar mehr. Das ist also ein ganz natürlicher Entwicklung innerhalb des Zyklus der Vulkaninsel. Sie blubbert hoch, sie ist auch hoch, dann ist sie noch völlig unbelebt, weil sie erst seit kurzem da ist, muss auch erstmal auskühlen davon abgesehen, wobei der Prozess im Vergleich zu den anderen geologischen Prozessen, die bei sowas ablaufen, sehr, 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 sehr schnell verläuft. Und danach siedelt sich, nachdem das Ding dann abgekühlt ist und der Vulkan auch erloschen ist, das muss natürlich noch dazukommen, oder zumindest erstmal inaktiv, das reicht auch, und das ein paar tausend Jahre ist nach Möglichkeit, gerne auch ein paar 10.000 oder ein paar 100.000 Jahre, dann wird sich vom nebendran liegenden Festland nach und nach das eine oder andere Pflänzlein einfinden, das einfach per Samen rübergeflogen ist auf die Insel und wird da keimen können, und in dem Fall haben wir dann erste Vegetation. Das ist alles schon eine ganze Weile her im Fall von unserer Insel. Das kann man daran erkennen, dass bereits eine ordentliche Bodenentwicklung stattgefunden hat. Also wenn wir uns zum Beispiel den Spot vom Fritz angucken, dann sehen wir da, dass der relativ viel so rötlichen, lehmigen Dreck in Anführungszeichen hinter sich hat. Die schiere Menge dieses Materials weist darauf hin, dass da schon einiges an Bodenentwicklung in der Zeit stattgefunden hat, und das heißt, die Insel ist nicht mehr ganz, 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 ganz jung. Jetzt bin ich kein Experte für tropische Böden, so ein paar Sachen kriege ich trotzdem hin, aber deswegen kann ich auch jetzt nicht genau einen Zeithorizont sagen, aber 10.000 Jährchen wird die auf jeden Fall alt sein, ja, mindestens. Das heißt, es hat wahrscheinlich keiner aufgeschrieben, wann die eigentlich genau da hochgeblubbert ist. Nicht, dass man das nicht mit geologischen Methoden oder geowissenschaftlichen Methoden genauer nicht feststellen könnte, wie alt die exakt ist. Ne? So, dass wir da ein ausgesprochenes Regenzeit-Trockenzeit-Klima haben, das hatte ich im Vorfeld ja bereits mal erwähnt. Das hatte der Fritz auch selber, dadurch, dass er kurz ein Klimadiagramm eingeblendet hat, bei der Ankündigung der zweiten Staffel ja mal kurz erwähnt. Und ja, das ist tatsächlich so. Wir haben in der Regenzeit außerordentlich hohe Niederschläge von
ja, teilweise 600-700 Millimetern pro Monat innerhalb der Regenzeit, mitunter auch noch mal mehr. Das kommt immer auf die genaue Insel an und auf die genaue Region, wo wir uns da befinden. Aber wir kommen damit jedenfalls auf insgesamt Jahresniederschläge von jenseits von Gut und Böse, also das Vielfache von dem, was man aus Deutschland gewöhnt ist. Da regnet es also schon relativ heftig. Allerdings Betonung auf in der Regenzeit. In der Trockenzeit ist das Ganze relativ trocken, was dazu führt, dass diese Insel eben keinen Regenwald drauf hat. Also wer jetzt bei den Bildern, die wir da gesehen haben, dachte, das sei ein Regenwald, den muss ich leider enttäuschen. Das ist kein Regenwald. Dschungel mag man es vielleicht nennen. Ich weiß nicht, wie Dschungel definiert ist, aber auf keinen Fall tropischer Regenwald. Wir haben es da eben aus einer Mischung, mit einer Mischung von immergrüner Vegetation zu tun, die aber gerade noch so immergrün ist, also am Rande des Immergrüns. Warum? Naja, weil eben die Trockenzeit irgendwie überstanden werden muss. Ich bin hier übrigens an die Grenzen meiner Recherchemöglichkeiten gestoßen. Das Internet gibt nämlich nicht genau her, ob es sich bei der Vegetation auf dieser Insel nicht auch ein bisschen um wechselgrünes Laub handelt. Sprich, wie bei uns, Bäume, die ihr Laub in der Nicht-Vegetationszeit, das ist in diesem Fall die Trockenzeit und nicht etwa im Winter, abwerfen. Ja? Bei uns wäre es dann im Winter, hier ist es die Trockenzeit. Das kann also auch sein, dass solche Pflanzen ebenfalls vorhanden sind, gehe ich eigentlich fast von aus. Beweisen kann ich es aber nicht. Und da wir ja auch nur Bilder der Regenzeit sehen werden, weil sie ja nur zur Regenzeit auf der Insel sind, die guten Seven vs. Wildler, ist das ein bisschen schwierig festzustellen. Ich müsste also tatsächlich in die Bibliothek rennen und eine klassische Literaturrecherche machen. Und ja, das ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Solange es da regnet, ist auf der Insel beste Wuchsbedingungen für jede Pflanze, die man sich auf dem Planeten nur vorstellen kann. Ne? Wir sind nah genug am Äquator, wir haben keinen Winter, wir haben also im Prinzip nur zwei Jahreszeiten, Regenzeit und Nicht-Regenzeit sozusagen. Und solange es regnet, wie gesagt, beste Wachstumsbedingungen. Da muss man auch keinerlei Anpassungen gegen irgendwelche schlechten Bedingungen mitbringen als Pflanze und kann da einfach fröhlich wachsen. Hätten wir das ganze Jahr, dann wären wir im tropischen Regenwald. Der ist gekennzeichnet durch das Fehlen von Jahreszeiten und hat nur ein sogenanntes Tageszeitenklima. Heißt, morgens regnet es, mittags ist dann wieder trocken und abends ist halt irgendwann dunkel. Ja, so ganz lapidar gesagt. Mit mehr oder weniger übers Jahr verteilt immer derselben Temperatur von schätzungsweise 24 Grad. Das variiert noch ein kleines bisschen, aber mehr oder weniger schwankt das nur sehr, sehr wenig. Nachts ist ein bisschen kühler, tagsüber wegen, wie wir so gesagt, dann wieder diese 24 Grad bei extrem hoher Luftfeuchte allerdings. Und das ist auch nur die Durchschnittstemperatur und insgesamt wird einem schon ziemlich schnell warm im tropischen Regenwald. Das dürfte auf dieser Insel auch der Fall sein, keine Frage. Aber ja, ne? Also das nun mal so grob zur Einordnung. Da wir also nicht 365 Tage im Jahr immer dasselbe Wetter mehr oder weniger haben und nicht jeden Tag ein bisschen Regen und nicht perfekte Wuchsbedingungen, die besten, die man sich nur wünschen kann für jede erdenkliche Pflanze, sondern eben auch eine Trockenzeit überbrücken müssen, muss ich die Vegetation darauf anpassen und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist eine etwas sparsame, immergrüne Laubholzpflanze, das wäre bei den Teilen der Insel, die man als Lorbeerwald bezeichnen kann, der Fall. Oder alternativ, man hat sehr, sehr wassersparendes Laub, ist damit auch immergrün und kommt dann auch noch auf den besonders trockenen Flecken der Insel ganz gut zurecht. Deswegen finden wir im Prinzip zwei Vegetationstypen von dem, was man von oben so sehen kann mit den Hubschrauberfliegen. Einmal den Wald mit den hohen Bäumen, hoch in Anführungszeichen, wo einzelne Gipfel schön rausragen und das ein schönes Bild gibt. Und zum anderen diese Form von Gebüsch, vor der zum Beispiel der Sascha seinen Abwurfpunkt bzw. Drop-Off-Zone oder wie auch immer man das nennen möchte, gehabt hat. Ja, dann mal ein konkretes Beispiel. Also hier hinter Fritz. Links hinter Fritz' Kopf finden wir tatsächlich solche Hartlaubvegetation. Das heißt, die Blätter haben so eine Art Wachsschicht drauf. Die fühlen sich sehr, sehr fest an. Jeder hat schon mal einen Gummibaum gesehen, hat wahrscheinlich schon mal einen Gummibaum angefasst oder einen Ficus Benjamini oder irgend sowas in diese Richtung. Diese dicklaubigen Topfpflanzen, die sehr beliebt sind, weil sie nur wenig Wasser brauchen, weil man sie daheim kaum umbringen kann. Die gehören quasi hier in diese Klimazone und dass die Blätter
so glänzen und vor allen Dingen auch eben häufig in so Rosetten angeordnet sind. Das ist ein typisches Charakteristikum für eben diese Vegetationszone. Warum ist das so? Naja, dadurch, dass die Blätter ziemlich dick sind, haben sie recht viel Verdunstungsschutz. Die sind sehr wachsartig. Wachs dient hier auch wieder als Schutz davor, dass das Wasser aus den Blättern zu schnell rausgesaugt wird und sie zu schnell austrocknen. Und damit sind die meistens in der Lage, hier zum Beispiel auch das Gebüsch hinter Sascha, da hast du genau die gleiche Vegetation, sind meistens dann in der Lage, auch eine Trockenphase, eine längere Trockenphase zu überstehen, ohne direkt gleich ihr Laub abwerfen zu müssen. Weil das wäre die Alternative. Wenn die Trockenphase zu lang ist, muss das Laub abgeworfen werden, um sie zu überstehen. Dann macht man nach der Trockenphase neues Laub. Ist sie nicht allzu lang, dann kann man eben auch mit angepasstem Laub durch eben diese dicke Wachsschicht drauf, diese dicke, harte Vegetation, das Ganze auch ganz gut überstehen. Ja, und typischerweise ist das eine Vegetationsform, die wir so rund ums Mittelmeer finden können, zumindest Anzeichen davon. Da spricht man dann von mediterranoider Hartlaubvegetation, eine typische subtropische Vegetationsform, die normalerweise in den Tropen selbst nicht vorkommt. Jetzt liegt Panama sehr wohl geografisch, also vom Breitengrad her erstmal in den Tropen, ja. Die sogenannte innertropische Konvergenzzone, in der also durchaus reichlich Niederschlag potenziell vorhanden ist, aber es kommt dann halt auch immer nochmal auf den lokalen Ort drauf an, und in diesem Fall ist es halt eben nun mal eine eher trockene Insel. Jetzt könnte man meinen, Insel ist doch nicht trocken, die ist doch immer nass. Ja, aber dadurch, dass das Vulkangestein ist und die Insel noch nicht besonders alt ist, kann das Wasser hier nicht sehr lange gehalten werden, und wir haben nun mal in Panama eben auch diese geprägte Trockenzeit von ein paar Monaten, drei so in etwa, vielleicht mal vier, je nachdem, wo man sich befindet. Und die muss überbrückt werden. Und das geht dann auf schlechten Standorten, sprich wenig Boden, viel Fels, häufig nicht mehr als Baum. Und dann muss diese Strauchvegetation, die wir hier so schön im Bild sehen können, zum Beispiel links, wo denn nur diese hellgrünen Blätter zu sehen sind, das ist typisch für ein Anzeichen für Trockenvegetation, während in der Mitte vom Bild dann spannenderweise natürlich wieder Bäumchen zu sehen sind, also ungefähr da, wo man Sabrina ausgesetzt hat. Das dürfte der Sabrina-Spot sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und da hat sie ja auch ein paar Palmen und solche Späße und hinten dran eben eine ganze Reihe von höheren Bäumen. Warum sind die da? Weil sie da bessere Wasserversorgung haben, weil da eben entsprechend auch wahrscheinlich ein Wässerchen fließt und Sabrina da auch Frischwasser finden dürfte, beziehungsweise wäre ich in so einer Landschaft unterwegs, würde ich genau nach sowas suchen. Die höchsten Bäume sind immer ein Anzeichen dafür, dass hier auf jeden Fall eine gute Wasserversorgung herrschen muss, weil hohe Bäume brauchen viel Wasser, und wenn das nicht da wäre, dann würden die schlicht und ergreifend nicht da stehen. Man kann also hier wirklich die Landschaft ein bisschen lesen und dann vermuten, wo denn bitte Südwasser zu finden ist und wo nicht. Ja, und das so mal zur groben Einschätzung der beiden Vegetationszonen, also den richtigen Wald und eben diesen Trockenbusch, der so ein bisschen an die mediterranoide Hartlaubvegetation erinnert. Beim Wald muss man jetzt noch dazu sagen, da haben wir ein schönes Bild beim Joris. Und da sind wir offensichtlich an einer Stelle mit sehr, sehr guter Wasserversorgung, dass da also die Bäume durchaus auch tropische Wuchsformen entwickeln können. Wir haben hier diesen einen Baumstamm, den wir mehr oder weniger in der Bildmitte sehen können, wo auch dem Joris sein Dryback rumhängt, der rote Punkt. Und dieser Stamm, das sehen wir bestimmt irgendwo anders dann auch nochmal von Namen, wenn nicht nur Helikopteraufnahmen da sind, sondern eben auch die Nahaufnahmen der Teilnehmer, der hat bereits erste Ausprägungen von Brett- und Stelzwurzeln, also dass der Wurzelstock da so relativ lustig aussieht, ist eine typische Wuchsform tropischer Baumarten tatsächlich, jetzt auch schon nicht mehr subtropisch, sondern schon tropisch, und so gesehen ist das hier gerade so ein Übergangswald zum tropischen Regenwald. Er ist nicht mehr die Vorstufe, das wäre dann der sogenannte Lorbeerwald, da kann ich euch auch noch gleich ein Bildchen zu zeigen, sondern ja, wirklich so ein krasser Übergang, aber für einen richtigen tropischen Regenwald reicht es auch noch nicht. Es ist auch
auffällig, wie klein die Bäume sind. Es gibt keinen Grund, warum die hier nicht höher sein sollten als natürliche Faktoren, weil die fällt hier niemand regelmäßig. Hier findet wahrscheinlich keinerlei Holznutzung und Forstwirtschaft statt. Und das bedeutet, dass die so vergleichsweise klein sind, liegt einfach daran, dass ihnen in der Trockenzeit eine zu große Krone zu schnell das Wasser wegsaugen würde und sie die Trockenzeit dann einfach nicht überleben würden, ohne ihr Laub abwerfen zu müssen. Und jetzt kommt eben die große Frage auf, gibt es innerhalb dieser weitgehend immer grün aussehenden Wälder auch Zonen, wo mal ein bisschen Laub abgeworfen wird? Und da habe ich die eine oder andere Angabe im Internet gefunden, die darauf hinweist, dass wir da vielleicht eben sehr wohl eine solche Zone haben könnten auf unserer Insel. Leider ist das jetzt für mich eben aus der Ferne schwer zu verifizieren, aber ich habe dafür mal noch eine Karte. Da findet man nämlich diese schönen Vegetationszonen von Panama eingezeichnet. Und da haben wir zum Beispiel eben dieses rötliche Highland Evergreen Forest. Das muss allerdings dafür wirklich in die Höhe gehen. Und warum ist in der Höhe plötzlich der Evergreen Forest, also der immergrüne, der ja eigentlich ein Zeichen für gute Bedingungen ist? Naja, ganz einfach, wenn da ein Berg ist, bleibt jede Wolke dran hängen. Also die Wolke, die von der Karibik kommt, bleibt am Berg hängen. Die Wolke, die vom Pazifik kommt, bleibt am Berg hängen. Und es regnet da quasi ständig, weshalb da eigentlich sehr gute Wachstumsverhältnisse herrschen. Gleichzeitig ist es ein bisschen kühler, weil es ein bisschen den Berg hochgeht. Zum Teil hast du durchaus auch hohe Berge in der Ecke. Und das ist also was Besonderes. Und ansonsten haben wir hier mit diesem, ja, dieses, kann ich schwer beschreiben, aber ihr seht es ja selber, Evergreen Forest, blau-grün, das haben wir auf unserer Insel nicht, ne? Und auch nicht auf der großen Insel, die sind ja auch farblich markiert. Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, wo die Insel ist. Es ist die mittelgroße von den drei Inseln im Golf von Panama. Da haben wir nämlich stattdessen Mixed Evergreen and Deciduous Forest, das ist laubabwerfend, Deciduous kann ich wieder nicht aussprechen, aber das meinten Laubabwerfenden und eben einen immergrünen, so in ungefährer Mischung, schwer zu sagen, was da jetzt gerade vorherrscht. Und genau diese Klimazone hat zumindest laut Karte unsere Insel. Ja? Die Insel nebendran hat sogar noch ein bisschen Scrub, Savannen- und Quops-Landschaft. Das heißt, da sind die Wasserbedingungen noch mal ein bisschen schlechter. Das ist dafür einen richtigen Wald schon gar nicht mehr reicht vom Wasser her, einfach weil die Insel prinzipiell durch ihre vulkanische Herkunft eher schwierige Böden hat, obwohl die Niederschläge da relativ hoch sein dürften. Daher kann man vermuten, dass die Nachbarinsel, die sich jetzt rein vom Breitengrad her auch in der gelben Zone befindet und gar nicht so sehr in der hellgrünen Zone, auch solche Strukturen aufweisen sollte. Und das sehen wir ja auch eben in Form von diesem Trockenbusch, den wir ja sehr wohl auf der Insel haben. Boah. Okay, also mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt da noch nicht einordnen. Da müssen wir noch ein paar mehr Detailaufnahmen sehen. Jetzt möchte ich der Vollständigkeit halber noch mal kurz auf den Lorbeerwald, den eben erwähnten Lorbeerwald, eingehen. Ja, und der sieht ungefähr so aus. Das sind also sehr nebelverhangene Wälder, die häufig die Luftfeuchtigkeit nutzen, die dann auch drin hängen bleibt, für eine gewisse Feuchtigkeit sorgt, die häufig unter der Wolke hängen. Und ja, so ein Zwischending zwischen tropischen Regenwäldern und eben nicht mehr tropischen Wäldern sozusagen darstellen. Ich habe dazu mal noch ein ganzes eigenes Video gemacht, darum wollte ich den mal schnell erwähnt haben. Jedenfalls zeigt die Vegetation, die man bisher auf der Insel sehen können, schon deutliche Parallelen zum Lorbeerwald und sieht dem recht ähnlich. Also ich würde wirklich behaupten, es ist einfach so ein Übergangsstadium zwischen tropischen und Lorbeerwäldern. Ja, wer sich für den Lorbeerwald interessiert, wie gesagt, ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung wohlgemerkt mein entsprechendes Video dazu. Da war ich auch mal vor Ort und habe mir solche mal angeguckt. Zum Beispiel eben gibt es wunderbare Exemplare auf den Kanaren, aber auch an vielen anderen Stellen auf dem Planeten um den Globus verteilt. Können wir Lorbeerwälder finden, warum also auch nicht auf den Inseln da im Golf von Panama? Ja, wäre durchaus vorstellbar. So, aber jetzt zurück zum Ben vor Ort und dann kommen wir auch bald zu den Spots der Teilnehmer. Was bedeutet das jetzt?
Das ist zunächst mal dahingehend spannend, dass wir es da eben also mit einer Vegetationszone zu tun haben, die den Mangel kennt. Es ist also nicht nur üppig aus dem Vollen schöpfen, sondern immer auch Phasen des Mangels vorhanden. Und das wiederum bedeutet, dass die Pflanzen nicht maximal so viel wachsen können, wie sie lustig sind. Auch ist die Baumhöhe der vorhandenen Bäume auf der Insel, soweit man das abschätzen konnte bisher, gar nicht mal so hoch. Und die Baumhöhe ist auch immer ein Indikator für die Qualität der Wachstumsverhältnisse in einem Ökosystem. Und je niedriger die dann sind, beziehungsweise je schlechter die Qualität der Wachstumsfaktoren, desto weniger Energie haben die Bäume übrig nach Wachsen und nach Feindabwehr für Reproduktion. Und Reproduktion interessiert uns im Prinzip, ist uns völlig wurscht, wie die Bäume da sich reproduzieren, aber meistens ist das, was sie zum Reproduzieren nutzen, durchaus für uns dann wieder interessant. Das wären dann nämlich Samen und die haben Kalorien. Und möglicherweise ist um diesen Samen, insbesondere bei Laubgehölzen, das sind nämlich sogenannte Bedecktsamer und die haben per Definition immer noch irgendwas um den Samen drumherum. Und dieses Drumherum ist dann eben also möglicherweise zum Beispiel eine Frucht. Und das wiederum wäre jetzt zum Überleben sehr, sehr interessant. Ich würde aber eben aufgrund des Vegetationstyps davon ausgehen, dass die Insel gar nicht mal so viele Früchte zur Verfügung stellt. Aus dem Making-of wissen wir, dass es da so eine Art Todesapfel oder wie der heißt. Ich kannte den überhaupt nicht. Gibt. Den sollte man beispielsweise vielleicht nicht essen. Man sieht aber auch irgendeine Szene, wo der Joris an was rumkaut, was offensichtlich keine Kokosnuss ist. Das heißt, der hat da scheinbar doch irgendwas, was Früchte trägt, gefunden. Ich sage nicht, es gibt nichts, was Früchte trägt, aber es gibt durchaus subtropische oder tropische Regionen, die deutlich mehr Energie der Pflanze in die Reproduktion bzw. in die Produktion von Früchten eben investieren können. Und dann würde man da tendenziell etwas mehr zu essen finden. Ne? Die Hartlaubvegetation, die mediterranoide, die produziert zum Beispiel sowas wie Oliven. Das ist nämlich genau die Vegetationszone, in die Olivenbaum reingehört. Ich wage zu bezweifeln, dass es da auf der Insel Oliven geben wird, aber nur um mal ein Beispiel zu nennen für sinnvolle Pflanzen aus der Hartlaubvegetationszone. Ja, ansonsten dürfte der Lorbeerwald auch sehr, sehr reich an Epiphyten sein. Da werden wir das eine oder andere sehen können. Was zum Geier ist jetzt das wieder? Das ist eine Pflanze, die auf einer anderen Pflanze sitzt. Zum Beispiel ein Moos auf dem Stamm. Ja, das ist ein Epiphyt, ja, eine Pflanze, die auf einer anderen Pflanze drauf sitzt. Der Klassiker bzw. das, was die Kollegen wahrscheinlich suchen werden an Epiphyten, sind aber tatsächlich andere, nämlich Lianen. Lianen sind per Definition auch ein Epiphyt und da kann man, ich glaube, auch hinter Joris schon das erste Zeug in den Bäumen hängen sehen, was möglicherweise eine Liane sein könnte. Das ist aber schwer zu identifizieren, ist noch zu weit weg. Alternativ könnte es auch eine sogenannte Adventivwurzel sein. Eine Adventivwurzel ist eine Wurzel, die von oben vom Ast nach unten wächst, um dann den Ast sekundär nochmal zusätzlich abzustützen. Das wird dann irgendwann nur dick und sorgt dafür, dass der weit rausragende Ast nicht einfach runterkracht wegen Schwerkraft. Ja, das Problem kennen wir alle, insbesondere wenn man vom Sofa aufstehen möchte. Furchtbar, diese Schwerkraft. Und das nur so ein paar Gedanken generell zur Vegetationszone, in der wir uns befinden und zu ja, den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Also Vorteil, na, es ist eine Insel, es gibt weniger Giftpflanzen. Ansonsten hat die eigentlich keinen ausgesprochenen Vorteil. Dadurch, dass es übrigens Trockenzeiten auf dieser Insel gibt, dürften auch die Blätter, die wir finden können, mal abgesehen von den Palmwedeln, weitestgehend relativ klein sein. Das heißt, so riesengroße tropische Blätter, mit denen man sich wunderbare Unterschlüpfe bauen kann. Ich habe noch keine gesehen. Vielleicht gibt es ein paar Sachen, die besonders große Blätter ausbilden und ansonsten werden sie sich mit dem behelfen müssen, was da ist und dann halt notfalls viele, viele, viele kleine Blätter übereinander stapeln und hoffen, dass das ein einigermaßen dichtes Dach gibt. Man sieht auch in irgendeiner Szene, die bisher zu sehen war, mal den Sascha, der sich bereits ein erstes Dach gebaut hat. Ich weiß nicht, ob das dicht ist, sieht eigentlich nicht so aus, aber zumindest hat er irgend sowas in dieser Richtung mal konstruiert. Nicht, dass ich sofort ein dichtes Dach spanne, das ist ja keine Kritik, überhaupt nicht. Nur eine Feststellung. Und ja.
Okay, und das war so mehr oder weniger auch das allgemeine Zeug, was ich mal da so erzählen wollte. Jetzt habe ich zu den jeweiligen Kandidaten, sofern ich es euch nicht schon eingeblendet oder erzählt habe, noch ein bisschen Bildmaterial, wie gesagt, einfach abfotografiert und würde zu den einzelnen Ausschnitten der Insel sozusagen und zu den einzelnen Plätzen, wo die jeweiligen Kandidaten abgesetzt worden sind, noch ein paar Takte erzählen wollen, sofern ich da schon was sagen kann. Ist ja alles noch ein bisschen was hin. Ja, klein paar Takte noch zu den Lavastrukturen, die wir auf der Insel finden können. Das ist zwar vollkommen unwichtig, aber wenn ihr irgendwann mal Folge 2 guckt mit Freunden, dann könnt ihr total toll angeben, weil ihr wisst, was eine Poi-Hoi-Hoi-Lava und eine AA-Lava ist. Na, super, nicht? Das wollten wir doch alle schon mal wissen. Also, wie gesagt, den Rest per Voice-Over. Und das heißt, ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss als Live-Beitrag und ich sage dann am Ende nochmal Tschüss per Voice-Over, aber nur damit ich es an dieser Stelle nicht vergessen habe. Jo, hoffe, das ist einigermaßen interessant und ja, ich freue mich auch auf die zweite Folge. So, und damit sind wir beim Knossi, der ist ja als erstes rausgehüpft und ich gehe dann bei den jeweiligen Positionen quasi auf ein paar kleine Besonderheiten ein, die mir einfach bisher aufgefallen sind und wofür die möglicherweise nützlich sein könnten, beziehungsweise inwieweit die interessant sein könnten. Ja, und im Fall vom Knossi haben wir hier jetzt ein kleines bisschen rechts von der Bildmitte so interessante, ja, relativ glatte, wie so ein bisschen, ja, genau so aussehende Lavastrukturen. Und das ist jetzt noch ziemlich frische und wenn sie erkaltet, sieht sie eben genau wie das aus, was wir da gerade eben auf dem Bild gesehen haben. Ich blende es nochmal ein. Und da ist sie nochmal und das ist jetzt die sogenannte Poi-Hoi-Hoi-Lava. Das ist hawaiianisch, also das Original-Hawaiianisch, nicht US-amerikanisch, wie die ja inzwischen auch logischerweise sprechen und beschreibt einfach diese Lavaform, die diese lustigen, relativ glatte Struktur und diese Häufchen, die dann quasi zäh übereinander fließen, darstellt. Ja, schwer zu beschreiben, aber man kann sich das Bild ja ungefähr mal merken und dann einfach mal gucken im weiteren Verlauf der Serie, ob man diese Lava noch ein paar Mal antreffen kann. Die werden wir sicherlich immer mal wieder sehen und die kann durchaus auch ganz interessant sein für Survival-Zwecke, wenn man die erkennt, weil die fließt nämlich ziemlich schnell und kühlt an der Oberfläche relativ schnell aus. Also so bildet häufig mal so ein etwa 50 cm tiefen, ausgekühlten Bereich an der Oberfläche, während sie im Inneren eben noch heiß ist, noch flüssig und da dann einfach weiter fließt. Und weil dann das Innere unter der bereits ausgekühlten Oberfläche wegfließt sozusagen und die kühle Schicht oben drüber bleibt, kann bei einem größeren Poi-Hoi-Hoi-Lava-Strom ist tatsächlich vorkommen, dass sich da ein Lavatunnel bildet, beziehungsweise vulkanische Lavahöhlen im Gestein. Und das kommt so oft vor, dass das tatsächlich was sein könnte, dass man als Survivalist wissen sollte, wenn man in eine Landschaft kommt, in der man viel Poi-Hoi-Hoi-Lava-Strukturen findet, ob man nicht vielleicht möglicherweise an denen mal entlangläuft, immer bergauf vorzugsweise, in der Hoffnung, dass dann irgendwann plötzlich mal ein Loch in der Poi-Hoi-Hoi-Lava ist und dann kann man durchaus eine gute Chance haben, eine natürliche Höhle zu finden in der Lava sozusagen. Die ist natürlich schon längst erkaltet und wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Vulkan nicht gerade sehr, sehr aktiv ist. Und wenn einem das gelingt, hat man natürlich einen wunderbaren Unterschlupf gefunden, in dem man sich verstecken kann, in dem man hausen kann, sofern man da einigermaßen gefahrfrei reinkommt und man wird das Ding noch ordentlich auspolstern müssen. Die Lava innen drin in der Höhle ist nämlich eine ziemlich scharfkantige Angelegenheit. Da kann man sich wunderbar wehtun, aber ja, man hätte ein überdachtes Zuhause für beliebige Wetterlagen, was ja gerade bei den Regenfällen in den Tropen durchaus sowas gut sein könnte. Ja, also das ist so der positive Nebeneffekt bei der lieben Poi-Hoi-Hoi-Lava. Man nennt sie übrigens auch, Moment, damit man sich das besser merken kann, Fladenlava, Schollenlava, Wulstlava oder Gekrösellava, Seillava oder Stricklava. Einfach wegen diesen lustigen Klumpenstrukturen, die da halt einfach bildet. Ja, blöderweise gibt es meistens allerdings Lava, die eben nicht so schön glatt ist, sondern das sehen wir hier ganz links in der Brandung sozusagen, diese relativ scharfkantigen Strukturen. Und das ist dann die AA-Lava, die Block- oder Gröll-Lava, wie sie auch gerne genannt wird, die dann wirklich in großen Klumpen quasi, großen
scharfkantigen Klumpen sich fortbewegt. Das sehen wir jetzt hier auf diesem Bild wunderbar ganz gut. Und die bildet häufig irgendwelche Blockfelder aus. Im Fall von der Insel, auf der wir uns hier gerade befinden, das ist zum Beispiel der Fall beim, na wie heißt er, beim Otto. Der hat zum Beispiel solche Blockfelder, auf denen der da rumläuft. Seine ganze Lagune, wenn man sie so nennen wollen, oder Flussmündung besteht weitestgehend aus diesen Blöcken. Das ist erstens dahingehend blöd, wenn man sowas hat und sich auf sowas fortbewegen muss, weil immer ein gewisses Verletzungsrisiko besteht, weil die Dinger sind mitunter nicht ganz fest. Das heißt, du trittst drauf, der rutscht weg. Das kannst du in 99% aller Fälle ausbalancieren und kommst da unbeschadet drüber. Aber A, ist es sehr anstrengend. Zweitens nervt's. Und drittens, in 1% der Fälle rutscht du halt vielleicht doch mal aus oder stolperst und kannst dich dann böse verletzen, insbesondere wenn du in dieses scharfkantige, sehr, sehr raue Material dann da reinfällst. Außerdem bildet diese Gerölllava niemals irgendeine Höhle und ist damit vollkommen nutzlos. Also ist man in einer Lavalandschaft unterwegs und findet diesen Lavatyp, dann gibt es keinerlei sinnvollen Grund, da irgendwie drüber zu spazieren oder da lang zu laufen, es sei denn, man sieht was Tolles auf der anderen Seite, aber in diesen Lavafeldern wird man mit Sicherheit nichts Spannendes finden. Ne? Jetzt ist unsere Insel ja weitestgehend, ich denke mal zu 90% bewaldet oder zumindest grün, das heißt, diese Lavastrukturen finden sich alle nur im Untergrund, sind im großen Teil von Boden überdeckt, aber an den Küsten kommen sie hin und wieder noch zum Vorschein und den ein oder anderen schroffen Felsen wird man da sicherlich auch noch finden können. So, und dann noch ein drittes Beispiel für Lavastrukturen. Sehen wir dann hier, und das ist jetzt nicht mein persönlicher Sadismus, dass da ausgerechnet dieses Bild ausgewählt wurde, sondern das ist so ziemlich die einzige Nahaufnahme eines Lavasteins, die ich gefunden habe. Also sorry an den Knossi. Jedenfalls sehen wir hier das Gestein links hinterm Knossi, wo er drauf liegt. Das ist ziemlich porös und das ist so eine, ja, eine Form von Tuffstein. Heißt, da war beim Erkalten der Lava jede Menge Gas, beziehungsweise schon bei der Eruption der Lava, das dürfte eine vulkanische Bombe gewesen sein, also einfach ein großer Brocken, der relativ weit geflogen ist und das Gas, was da in der Lava drin war, blieb dann halt eben einfach auch als Gas erhalten beim Erkalten, ist dann da langsam rausgedriftet, aber dadurch die vielen kleinen runden Löcher sozusagen im Stein und das zieht sich wie Löcher im Schweizer Käse durchs gesamte Gestein, macht diese Steine relativ leicht, das heißt man kann die möglicherweise für irgendwelche Bauprojekte brauchen, weil man die wirklich erstaunlich leicht rumschleppen kann. Im besten Fall hat man noch irgendwelche Handschuhe, um sich dabei nicht zu verletzen, weil rau ist das Zeug trotzdem. Aber das ist eine tolle Anwendung eigentlich, was man mit Tuffsteinen möglicherweise ganz gut anstellen kann, um sich irgendwelche Windschutzgeschichten zusammenzubauen. Gerade in der vegetationsfreien Lavalandschaft ist das dann durchaus sehr, sehr wichtig, weil anderes Material gibt es da ja quasi gar nicht, außer Lavagestein. Ne? Also Tuffstein auf jeden Fall auch immer eine ganz, ganz basaltischer Tuff ist das hier übrigens aufgrund der schwarzen Farbe, kann man das erkennen, auch immer durchaus was, was man möglicherweise für irgendwas brauchen könnte, wenn man da besonders kreativ sein möchte und es einem an besseren Sachen fehlt. Es sind ja bessere Sachen da, ne? Also es geht jetzt nur um die Theorie. So, und damit zurück zur Ausgangssituation, nämlich den Knossi-Strand. Den sehen wir hier von oben. Und da wollte ich jetzt mal darauf eingehen, was hat er denn da? Also nochmal zu den Lavastrukturen unten links im Bild, da haben wir noch ein bisschen Poi-Hoi-Hoi-Lava, also die gute. Oben rechts im Bild dieses Geröll, was da quasi über die Wiese sozusagen, da wo wir tatsächlich die höhere Vegetation fehlt, runterkommt. Das ist dann wieder unsere AA-Lava, also die weniger gute Lava. Und offensichtlich meinten das die Pflanzen auch, weil oben drüber eben da diese relativ kärgliche Vegetation nur zu finden ist und da was Besseres nicht weg. So, ansonsten, was da an Palmen oben links im Bild zu sehen ist, das sieht aus, als seien das alles Kokospalmen und das sind mit Sicherheit wahrscheinlich auch alles Kokospalmen. Dass übrigens die Kokospalmen auf der Insel nur immer mal wieder sporadisch hier und da mal kurz vorkommen, liegt daran, dass die eines natürlichen Ursprungs sein dürften, das heißt, die hat keiner gepflanzt und die vorhandenen Kokospalmen sind tatsächlich per Kokosnuss dahin geschwemmt worden. Eine Kokosnuss sieht aus, wie sie aussieht, weil sie eben schwimmfähig sein soll und die soll dann tatsächlich von Insel zu Insel transportiert werden vom Wasser
und bei einer schönen starken Flut an Land gespült werden, nach Möglichkeit sogar eine Sturmflut, also eine, die deutlich höher ist als normale Flut, und dann, ja, soweit sie halt kommt, im Inland liegen bleiben, da keimt sie dann und bildet an der Küste eine Kokosnuss. Das ist jetzt auch wieder wichtig zu wissen, weil wenn man eine Kokospalme sucht, dann muss man immer an der Küste suchen, im Inland wird man nie eine finden. Soll heißen, die Kandidaten, die sich ja schon beschwert haben, dass sie sehr wenig Kokospalmen haben an ihrem Spot, die haben tatsächlich ein Problem, weil sie werden im Inland garantiert keine Kokospalme mehr finden. Da gibt es keine. Sie können höchstens eben noch 500 Meter, also 52 Meter die Küste rauf, 250 Meter die Küste runter. Sie haben ja nur einen 500 Meter Bewegungsradius. Und ja, und wenn da nichts ist, und das wage ich zu bezweifeln, weil wie wir aus dem Making-of wissen, haben sich Max und Johannes und die Herren von Wandermut ja sehr wohl Gedanken gemacht, wo sie die Spots hin packen, dass das einigermaßen gut ist. Und das bedeutet, dass abseits des sogenannten Spots eben wahrscheinlich nicht wirklich viel mehr Kokospalme zu finden wird als das, wo sie quasi angelandet sind. Das bedeutet, der Knossi kann sich freuen, dass er recht viele, recht große Kokospalmen zur Verfügung hat und theoretisch die Menge auch für den Aufenthalt mehr oder weniger reichen dürfte, sofern er dann in der Lage ist, die alle von den Bäumen auch runterzubekommen. Ja, mehr besondere Auffälligkeiten entdecke ich hier jetzt nicht, abgesehen davon, dass er tatsächlich einen weißen Strand hat. Das ist natürlich angenehm als Unterlegefläche zum Liegen. Da kann man sich eine Kuhle buddeln, eine Kuhle anlegen, in der man wunderbar liegen kann und hat dann einfach eine ebene Fläche und eine bequeme Unterkunftsmöglichkeit. Jetzt hat der Knossi allerdings auch eine Hängematte, daher wird das sicherlich nicht notwendig sein, aber für diejenigen, die jetzt keine Hängematte haben, zum Beispiel ein Fritz oder ein Otto, könnte das dann durchaus ein Thema sein, sich einfach eine ebene Bodenfläche zu suchen und dann, obwohl man ja niemals auf dem Boden schlafen soll in den Tropen, halt trotzdem übergangsweise vielleicht für die erste Nacht oder was, sich da dann einfach eine Kuhle zu buddeln, wo man dann wenigstens einigermaßen eben liegt und eine gewisse Chance hat zu schlafen. Die Temperaturen sollten ja möglicherweise nicht so sehr das Problem sein, auch wenn sie alle nass sind, als sie da angekommen sind. Man kann sich da ja auch noch ein paar Blätter reinlegen in diese Kuhle dann am Strand und dann wäre das so meine Erstunterkunft, also rein zum bequemen Liegen, ist Wahl für den Anfang. Ja? Und da ja längst nicht jeder einen Sandstrand hat, ist das definitiv wie ein Vorteil für den Knossi. Man kann in einem Sandstrand, das habe ich in einem anderen Video mal erklärt, im Übrigen auch wunderbar Löcher graben, um an Wasser ranzukommen, das dann deutlich weniger salzig ist, weil es durch den Strand selber gefiltert wurde. Also im hinteren Bereich des Strands ein tiefes Loch graben, bis da Wasser im Loch auftaucht. Und dieses Wasser ist dann voraussichtlich zumindest sehr, sehr wenig salzig bis hin zu Süßwasser. Also richtig süß. Süßwasser sozusagen. Ja? Das sind so die Sachen, die mir beim Knossi primär aufgefallen sind. Wir kommen zum nächsten. So, das hier dürfte die Lagune, nenne ich sie einfach mal, vom Otto sein. Der hat hier auch wieder verschiedenste Lavastrukturen. Hier im Vordergrund, das ist übrigens auch wieder Poi-Hoi-Hoi-Lava, nur am Rande angemerkt. Und er hat auch ein paar Palmen. Also ich sehe jetzt hier auf dem Bild zwar gerade keine, aber Gerüchten zufolge soll er ein paar Palmen haben. Und ansonsten hat er hier ja seinen Fluss. Das ist übrigens ein Zeichen dafür, dass es wirklich massiv hohe Niederschläge in dieser Region gibt, weil ein so breiter Fluss auf einer so doch eher kleinen Insel, wie der, auf der wir uns befinden, das kann nur entstehen durch wirklich große Wassermassen, die in der Regenzeit da runterkommen. Mit solchen Flüssen, insbesondere wenn man vom Strand kommt, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil dadurch, dass es ja Ebbe und Flut gibt vom Meer ausgehend, kann bei der Flut recht viel Salzwasser den Fluss hochgedrückt werden, mit dem Salzwasser auch alles Mögliche, was im Salzwasser sonst noch so drin ist, und es entsteht ein Brackwasser zwischen eben dem Süßwasser, was den Fluss runterkommt, und dem Salzwasser, was den Fluss hochgedrückt wird. Und A ist das sehr, sehr ungesund, das zu trinken. Da schmeckt man auch nicht unbedingt immer den hohen Salzgehalt raus, habe ich mir sagen lassen. Ich habe da wenig persönliche Erfahrung, aber das soll schon vorgekommen sein, dass Leute also sehr viel Brackwasser getrunken haben und ihnen dann schlecht wurde, wegen erstens Übersalzung und zweitens aus verschiedenen anderen Gründen. Das ist zum Beispiel auch passiert bei der ersten Staffel von Alone. Wer gerne Survival-Serien guckt, Alone kann ich sowieso immer empfehlen. Da musste einer ausscheiden, weil er halt eben die ganze Zeit Brackwasser aus dem Fluss gesoffen hat und das auch nicht abgekocht hat und hatte dann da ziemliche Schwierigkeiten. So, und das könnte
das meiste wird der Otto wissen, ne? Aber könnte dem Otto theoretisch natürlich auch passieren, weil der hat ja gar nichts zum Kochen, der hat ja bloß eine Machete. Und damit ist es interessant, dass ausgerechnet der Otto in der Brackwasserzone gelandet ist. Also für richtiges Süßwasser müsste er also diesen Fluss so weit folgen, bis der deutlich höher ist, also die Höhe des Geländes deutlich über Meereshöhe sozusagen liegt, auch bei Flut, damit eben das Wasser da nie hinkommt und das wirklich mit reinem Süßwasser zu tun hat. Übrigens sind diese Mischwassergebiete zwischen Salz und Süßwasser auch ganz häufig Tummelplatz von Krokodilen. Soll es hier auf der Insel jetzt wohl keine geben, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise wurde gesagt, und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die Krokodile extra zu der Insel gekommen sind, weil die hätten ja irgendwie mal hinschwimmen müssen, durchs offene Meer, wohlgemerkt. Und das ist dann immer sehr, sehr unwahrscheinlich, weshalb ja eben solche Inseln eine ganz gute Möglichkeit zum Survival betreiben sind, weil das Risiko da an wirklich gefährliche Viecher ranzukommen eben deutlich geringer ist als auf dem Festland. Ja, sonst zum Brackwasser, ja, das habe ich gesagt. Grundsätzlich ist natürlich Ebbe und Flut ein Thema. Man sieht dann auch im Making-of eine Szene, wo eben Max und Johannes plus Wandermut-Team da irgendwie zugegen sind in dieser Lagune. Und da scheint mir erheblich mehr Wasserstand gerade vorhanden zu sein. Das heißt, wir haben hier irgendein Stadium der Flut in diesem Bild. Und das kann man übrigens auch an der Vegetation ablesen, denn diese relativ großen Kiesbänke hier, die sind ja weitgehend frei von Bewuchs. Und das sind sie nicht deswegen, weil, ja, sind sie halt, sondern das sind sie also allein aus einem Grund, nämlich die werden ständig überflutet. Würden sie nicht ständig überflutet werden, dann wären sie auch nicht frei von Vegetation, weil dann könnte da irgendwas wachsen und würde die Gelegenheit nutzen und zumindest irgendeine einfache Graslandschaft oder so ein paar kleine grüne Fleckchen zwischen den Steinen hätten wir dann auf jeden Fall. Das, was da aber wächst, diese Sträucher, sind keine Sträucher, sondern technisch gesehen Bäume, und zwar Mangroven. Das hat auch der Fritz schon vollkommen richtig erkannt und es auch irgendwo erzählt. Ich gehe mal so ein bisschen auf das, was ich so nebenbei mitbekommen habe, auch noch immer gleich so ein bisschen mit drauf ein. Mangroven sind ein großer Segen, können es zumindest sein für den Otto, insbesondere wenn er dann ein Fishing-Kit hätte. Ansonsten kann er sich vielleicht hoffentlich irgendwas improvisieren, um möglicherweise auf Fischfang zu gehen. Denn zwischen den Mangrovenwurzeln, das ist ein ideales Brutgebiet für Jungfische, insbesondere bei den Mangroven, die eben nicht regelmäßig überflutet sind, also nicht ständig im Wasser stehen, da gibt es auch ganz viele, bei denen das der Fall ist, ist es dann ein ideales Sammelgebiet für zum Beispiel Krebse oder andere Tiere, die mal trocken fallen können, die sich dann im Matsch verstecken. Auch Muscheln könnten da durchaus zu finden sein. Und eben durch die Absonderung der Mangrovenwurzel ist eben in dem Schlamm um die Mangrove drumherum jede Menge Nährelemente zu finden. Und davon profitieren eben diverse Wasserlebewesen, die wir theoretisch durchaus verzehren könnten. Das heißt, ich würde da mal prophezeien, dass die Chance zwischen den Mangroven ein bisschen was Essbares zu finden gar nicht mal so schlecht ist. Und insbesondere ist das ein wunderbarer Raum eben für Fischfallen. Sofern da nicht die Brutstätte von Minifischen ist, weil die Dinger teilweise trocken fallen, dann werden erst recht die Fische kommen und danach Essbarem suchen, wenn sie dann wieder nass sind. Heißt, in der Flut tummelt sich da das Leben. Wenn die Flut zurückgeht und der Otto hat irgendwelche Fischfallen gebaut, bleiben die Fische automatisch in den Fischfallen hängen und dann kann man sie da im Grunde einfach nur rausnehmen. Das ist also sehr, sehr großes Potenzial, was ich da vermuten würde, was er mit seinen Mangroven da haben könnte, um eben möglicherweise Fische zu fangen. Und das könnte dann durchaus den eher geringen Palmenanteil in seinem Gebiet wieder ausgleichen. Ja. Wie man sich da jetzt ein gemütliches Plätzchen sucht auf diesen ganzen Gerölllandschaften, um da einigermaßen bequem hocken zu können, das weiß ich noch nicht, aber da wird er sich sicherlich auch irgendwas einfallen lassen. Einen schönen glatten Sandstrand zum bequem Liegen hat er jedenfalls Stand meines Wissens jetzt noch nicht. Ja, und damit können wir weiter zum nächsten Kandidaten. So, dann wären wir am Jore-Strand, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der hat da ja seinen Brettwurzelbaum bzw. Stelzwurzel, das ist von der Entfernung nicht so gut erkennbar. Und da hinten im Wald, also rechts von dem Baum mit dem auffälligen Stamm direkt am Strand, ungefähr in der Bildmitte. Hinten dran rechts, da hängen halt so Sachen im Geäst, die so ein bisschen verdächtig nach Liane aussehen. Ich hatte ja schon erwähnt, Lianen können es da geben. Was ist so toll an Lianen? Na, wenn du die abhackst, läuft Wasser raus. Und das Wasser, was da drin ist, kannst du auch problemlos trinken. Das ist quasi
quasi durch die Pflanzenwurzel gefiltert und da kann eigentlich nichts drin sein, was einem was tun kann. Pflanzenwurzel ist ein unglaublich enger Filter, da geht wirklich nichts außer Wasser und die entsprechenden Mineralstoffe, die da so drin sind, durch und das war es dann aber auch. Also Bakterienbefall oder irgend sowas ist da eigentlich nahezu ausgeschlossen. Das wäre eine Notwasserversorgung als solche ganz interessant. Lianen dieser Dicke, wenn es dann Lianen sind und nicht einfach nur Wurzeln, die vom Baum hängen, die hätten natürlich jetzt keine so große Bewandtnis bei Bauzwecken. Das heißt, da kannst du dich jetzt nicht nennenswert mit durch die Gegend schwingen, das sowieso nicht. Und auch irgendwas mit wirklich zusammenbinden kann man auch nicht. Die sind bereits zu holzig und zu starr, als das, was ein vernünftiges Bindematerial wäre. Ja, also da findet er sicherlich was Besseres, davon abgesehen. Wir haben ja bisher an jedem Punkt bis nahezu überall gewisse Mengen an Müll gesehen und mit Müll lässt sich ja insbesondere Bandmaterial sehr, sehr gut improvisieren, indem man einfach irgendwelche Plastikteile spiralförmig zu einer Spirale, also einer Bandspirale sozusagen, einfach zerschneidet. Jedes beliebige Plastikteil lässt sich auf dem Wege zu Plastikschnur verarbeiten und die verarbeiten, zumindest mal irgendwas ein bisschen zusammenbasteln, um ein Dach zu bauen oder ähnliches, durchaus zu brauchen. Ja, dass er keine Palmen hat, das wird durchaus ein Thema sein. Interessanterweise ist es ja gerade spannend, dass ausgerechnet der Joris keine Palmen hat, weil man denen ja eine gewisse Artenkenntnis der Tropen tatsächlich zutrauen darf. Und man sieht ihn ja bereits im Intro, also das Intro, was am Ende von diesem Video hier jetzt kommt, also dem Original, ne, nicht meinem, dass er irgendwas gefunden hat, was er essen kann. Und das ist hochspannend, weil damit traut er sich dann doch an die Dinge, die dieser Wald halt so hergibt, offensichtlich ran. Und ja, da bin ich also sehr, sehr gespannt, was er noch so treiben wird. Aber der Punkt, der Spot, den er da hat, der ist erstmal ziemlich mies. Also definitiv einer der schlechteren, würde ich behaupten wollen. So, dann kommen wir zum Sascha. Der hat ja relativ viele Gegenstände, darunter glaube ich auch einen Wasserfilter und dann wird er sich freuen, dass er da hinten eine kleine Pfütze hat. Darum habe ich auch dieses Bild hier gewählt, weil man da schön sehen kann, dass er da hinten eine kleine Pfütze hat. Was er hingegen nicht hat, ist Dschungel. Er hat nur da diesen Trockenbusch. Ja, und tatsächlich über fast keine höheren Bäume, so ein ganz paar sieht man dann bei einer anderen Einstellung, hat er dann doch, aber es sind wirklich nur sehr wenige. Das heißt, da hat er schon nicht besonders viel Auswahl an Zeugs im näheren Umkreis. Es liegt auch gar nicht mal so viel Müll bei ihm rum, so ein bisschen Treibholz gibt es, aber ja, das ist eher bescheiden. Ja, wie gesagt, und da hinten halt noch ein bisschen Wasser. Allerdings ist dieses Wasser, was da rauskommt, so nah am Strand, beziehungsweise so nah an den Wellen, dass man auch da wieder gucken müsste, dass das kein Brackwasser ist, also kein gewisser Salzwasseranteil drin ist, und das auch einfach aus Salzgründen überhaupt trinkbar ist. Aber dem Zufluss könnte man natürlich einfach ein Stück weiter hinten den Berg hoch, das ist ja ein Hang, folgen und spätestens dann wäre man ganz schnell im Süßwasserbereich. Also wassertechnisch hat er definitiv Glück gehabt, aber er sagt es ja selber: Was gibt's hier? Wo bin ich hier? Keine einzige Palme. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil. Gerade für den Sascha natürlich ein Thema, der ja aufgrund seiner Statur wahrscheinlich einen gewissen Energieverbrauch haben wird und mit dem wenigen Gramm Fett am Körper, die der besitzt, ja, ist das tatsächlich dann ein Thema. Da wird recht schnell Muskulaturmasse abgebaut, wenn er nichts zu beißen kriegt und dann sieht er nicht mehr ganz so adonismäßig aus. Na, nicht, dass ich ihm das gönnen würde, ist ja alles hart erarbeitet, alles in Ordnung. Aber ja, das ist schon ein Problem. Also, da bin ich gespannt, was da draus wird. So, Sabrina, Fritz habe ich vergessen, der kommt am Schluss. Hat diese Fläche hier, die haben wir ja auch schon ein bisschen angeguckt, die gefällt mir ausgezeichnet. Also, die würde ich fast als ja, wirklich sehr, sehr gut ansehen wollen. Sie hat da zweites Drittel von links ein paar Kokospalmen. Ja, da kommt sie auch mehr oder weniger an denen an und hat eigentlich alle Vegetationsformen, die die Insel so zu bieten hat, irgendwie zur Verfügung gestellt. Und gerade weil man ja eben auch davon ausgehen darf, dass da in der Mitte, wo die hohen Bäume sind, sozusagen, da offensichtlich eine gute Wasserversorgung herrschen muss, plus die Tatsache, dass es ein Hang ist und das Wasser, was da oben hinläuft, ja irgendwo hinlaufen muss, wird da auch garantiert irgendwo Wasser runterkommen. Ich weiß nicht, ob sie schon gesagt hat, dass sie welches gesehen hat. Ich glaube nicht, aber da
dürfte auf jeden Fall eine Wasserverfügbarkeit gegeben sein an der Stelle. Und eben dadurch, dass alle Vegetationsformen plus der helle Boden, dieser gelbliche Boden verfügbar sind, hat sie erstmal die wesentlichen, offensichtlich erkennbaren Ressourcen eigentlich da. Steine vom Strand, das ist halt eben kein Sandstrand, beziehungsweise einen ganz leichten Sandanteil mag es so in der linken Bildhälfte direkt kurz vor der Vegetation geben. Ja, also die leichtesten Bestandteile dessen, was angespült wird, werden immer am weitesten gespült. Das heißt, das grobe Geröll liegt weiter außen, das etwas feinere Geröll liegt weiter oben am Strand und das ganz feine Material, das soll heißen, der Sand, der wird dann wirklich bis zum letzten Punkt gespült, soweit die Wellen halt auch beim starken Wellengang mal reichen können. Ja, und ja, wie gesagt, einige Kokospalmen, also ein wirklich breites Angebot an Ressourcen. Ein bisschen Müll lag bei ihr, glaube ich, auch um. Oh, ich habe übrigens die Nova vergessen. Ich habe die Nova, glaube ich, völlig vergessen. Vielleicht war sie auch irgendein Strand, den ich wem anders zugeordnet habe. Aber egal, ja, jedenfalls hier, das ist jetzt auch wieder keine böse Absicht seitens des Bildausschnitts, sondern man sieht da einfach wunderbar diese Tonwände da im Hintergrund. Und das ist also auch noch eine Ressource, die man dringend mal erwähnt haben sollte, neben den Basaltkieseln, auf denen sie hier hockt, weitestgehend. Das meiste scheint da wirklich basaltischen Ursprungs zu sein und ist damit relativ unbrauchbar. Ist natürlich hochinteressant für fruchtbare Böden, wenn es dann mal verwittert ist, für Survival-Zwecke, aber erstmal weniger. Aber jedenfalls in diesem tonigen Material da hinten dürfte man recht gut graben können, wenn man sich dann einen Grabestock macht oder ähnliches. Und da kann es also zum Beispiel auch ein Thema sein, sich da so einen halbhohen Unterschlupf in die Wand rein zu buddeln, um sich so ein bisschen vom Wetter zu schützen oder um da eine geeignete Feuerstelle zu haben, wo man einfach ein bisschen unter geschützteren Bedingungen ein Feuer anzünden kann. Das ist sicherlich ein Projekt, was ich irgendwann im Lauf von 7 Tagen mal in Angriff nehmen würde, mich da in so eine Wand ein Stück weit rein zu buddeln. Ton heißt, das Zeug ist super klebrig und man braucht da auch nichts abstützen, wenn man da einen längeren Tunnel reinbuddelt. Heißt aber auch, dass es natürlich relativ mühsam ist, da vorwärts zu kommen. Darum muss man sich dann gut überlegen, ob man die Kalorien investieren möchte, sowas überhaupt zu tun. Aber eine Möglichkeit wäre es sicherlich. Und Ton heißt natürlich auch, dass mit dem Material, was da zu finden ist, ein bisschen zumindest getöpfert werden könnte. Also sich einen einfachen Ofen theoretisch könnte man da bauen. Irgendwelche Tonschalen. Schalen theoretisch könnte man bauen, wenn einem ein Gefäß fehlt. Wäre zum Beispiel jetzt für einen Fritz oder einen Otto ein Thema. Auch die werden dieses Bodenmaterial mit Sicherheit finden. Garantiert, das gibt es bei denen auch. Beim Otto habe ich es schon gesehen, beim Fritz erst recht. Und ja, das wäre eine Option. Zum Beispiel auch um Wasser aufzufangen, einfach eine tiefe Kuhle in dieses Tonlehmzeugs reinbuddeln und hoffen, dass das Wasser drin hängen bleibt. Sobald man das ein bisschen verdichtet, dürfte das auf jeden Fall der Fall sein und die obere Schicht des Wassers kann man dann, nachdem das ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, auch wunderbar trinken, ohne den ganzen Dreck im Matsch sozusagen mitsüffeln zu müssen. Ja, das ist die Nova hier, beziehungsweise ihr Platz. Der würde ich auch fast sagen, ist einer der idealsten. Die hat einen Haufen Palmen, die hat fast alle Vegetationstypen. Sie hat ein bisschen wenig Platz, aber sie hat dafür auch einen ganzen Berg Müll. Das ist ja eine wertvolle Ressource, ne? Jede Menge Treibholz. Zum Treibholz würde ich gerne noch ein bisschen was sagen. Und zwar ist Treibholz ein hervorragendes Material zum Feuer machen. Warum? Naja, ganz einfach, weil das ist in Salzwasser unterwegs gewesen. Das heißt, dass im Holz befindliche Süßwasser wird dann relativ schnell entzogen, weil wenig Süßwasser im Salzwasser, viel Salzwasser im Salzwasser, das heißt, bedeutet also irgendwie, es gibt dann osmotischen Druck und das noch im Holz verbliebene Wasser wird also ganz schnell rausgesaugt vom Salz im Salzwasser. Und ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber auf gut Deutsch, Treibholz ist trocken. Darauf läuft es hinaus. Das ist oft sehr, sehr trocken und kann eigentlich wunderbar zum Feuermachen verwendet werden. Häufig auch eben durch die lange Lagerung am Strand in der Sonne, dann auch vom Salzwasser, was da noch so unterwegs war, recht gut ausgetrocknet und allenfalls noch oberflächlich nass. Das ist also ja, ein gefundenes Fressen sozusagen und eine tolle Ressource. Gerade wenn man ansonsten zum Beispiel hier jetzt nur weitestgehend Palmen zur Verfügung hat. Die brennen zwar auch, aber ja, es ist vielleicht nicht das allerbeste Brennholz. Man müsste es ja auch erstmal im trockenen Zustand finden. Und also, ne, angeschwemmtes Palmholz hingegen wäre im trockenen Zustand.
Und ja, ansonsten hat sie da wieder ihren Hartlaubvegetationsbusch und ein paar normale tropenartige Bäume. Und das bringt uns zum Fritz. Also Nova, super Platz, aber halt nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. Der Fritz, der hat eher einen miesen Platz erwischt. Der hockt da ja auch in so einer mehr oder weniger Lagune bis Fluss, irgend sowas dazwischen, mit diesen steilen Lehmwänden und eben ein bisschen Vegetation, die da so runterkommt. Hat eine Palme, wie er meint, vom Flugzeug. Vom Quatsch, vom Helikopter aus. Und ansonsten habe ich da jetzt noch nichts gesehen, was wirklich nützlich wäre. Und auf den ersten Blick wirkt das also auch eher sehr bescheiden, das Plätzchen, das der Fritz so erwischt hat. Ja, viel mehr brauche ich da gar nicht zu sagen. Zum Lehm haben wir schon was gesagt. Und das bringt uns nochmal zurück zur Karte der Insel. Und da können wir nämlich jetzt nochmal ein bisschen rumspekulieren, wo die denn jeweils sitzen. Ja, also zunächst mal wird um die Hacienda del Mar nicht allzu viele Punkte sein, weil, ja, da wären sie recht nah an der Hacienda del Mar dran. Ich glaube, das will man wahrscheinlich vermeiden. Gleiches gilt für den Flughafen, weil wenn die 500 Meter Bewegungsradius haben, übrigens ganz unten im Bild seht ihr, wie viel 500 Meter sind, da ist der Maßstab eingezeichnet, dann muss man auch sicherstellen, dass die von der Start-Landebahn weit genug weg sind und auch eben keine Straßenstrukturen, die von der Hacienda zum Flughafen führen, die wird es nämlich geben, auch eben nicht im Weg sind. Das heißt, es bietet sich im Prinzip die lange Küste im Nordosten an, ja, und auch generell so der nördliche Punkt, selbstverständlich auch die Küste im Nordwesten, spricht auch nichts dagegen, da diverse Punkte auszumachen und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger passiert. Und diejenigen, die so eine gewisse Exposition nach links, also sprich nach Westen haben, dürften die sein, die dann diese Steilwände bei sich am Strand haben. Also zum Beispiel jetzt der Fritz oder die Sabrina, die haben ja recht steile Wände neben ihrem Lagerplatz, an ihrem Lagerplatz, diese hohen Lehmwände, die entstehen dadurch, dass da häufiger mal stärkere Wellen unterwegs sind und mit ordentlich Karacho an die Insel ran. Krachen, die dürfen wir erwarten aufgrund der geografischen Position der Insel. Erstens im Südbereich, da dürfte ordentlich Strömung sein. Da gibt es wahrscheinlich nur wenige Sandstrände. Wenn doch, dann sind die eher versteckelt in irgendwelchen Buchten drin. Und natürlich eben insbesondere im Südwesten müsste man eigentlich mit der stärksten Meeresströmung, mit dem stärksten Einfluss des Pazifiks, der sich da auf die Insel ausübt, rechnen müssen. Dass auf der Seite dann auch automatisch wenig Kokosnüsse zu finden sind. Ich sage jetzt nicht keine, aber tendenziell eher wenig, liegt einfach daran, dass die Chance, dass vom Pazifik, also in den Golf von Panama hinein, eine Kokosnuss geschwemmt wird vom Meer und dann als erstes an der Insel wo liegen bleibt, ja genau im Südwesten und das ist eher unwahrscheinlich. Ja? Hingegen ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Kokosnüsse im Nordosten hängen bleiben an der Strandseite des Nordostens, weil dann kommen sie einfach von der Nachbarinsel, die deutlich größer ist, die dementsprechend auch eine höhere Kokosnusschance hatte, dass da mal Kokosnüsse im größeren Stil ankommen und von da dann wiederum zusätzliche Kokosnüsse, sobald die groß genug geworden sind, eben auf unserer Insel dann auch wieder ankommen, ja. Und gleichzeitig dürften die Wellen, die eben aus dem Norden kommen, deutlich kleiner und deutlich schmächtiger sein als die, die vom offenen Pazifik in die Bucht hineinschwappen. Weil was auf der anderen Seite ankommt, ist quasi nur die Welle, die von der Bucht, also vom Golf von Panama wieder zurückschwappt sozusagen. Also die Meeresströmung bzw. die Wasserbewegung spielen hier auch eine große Rolle für das Aussehen der einzelnen Punkte und man kann aufgrund dessen dann eben auch so mal ein bisschen grob fein analysieren, wer auf der Insel wo sitzt. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass man sowieso später noch eine Karte eingeblendet bekommt, wo dann die Punkte der jeweiligen Leute markiert sind und ja, dann weiß man es auch eh, wo die da exakt hocken und wo nicht. Irgendein Witzbold hat auf Google Maps übrigens schon die Otto-Spielwiese eingetragen. Witzigerweise gibt es die zweimal, weil man sich wohl nicht ganz sicher war, wo Otto-Spielwiese jetzt genau ist. Aber ich kann es nachvollziehen, der Punkt von Otto mit seinem Fluss und seinem relativ breiten Tal ist vielleicht einer der am einfachsten auszumachenden Punkte, wo der jeweils ist. Aber auch im Making-of gibt es noch kleine Kartenausschnitzel, welchen Spot sie wo gelegt haben. Und mitunter kann man an einem Bildmaterial auch erkennen, wer da jeweils sitzt. Aber ja, das nur so am Rande angemerkt. Damit bin ich dann tatsächlich auch durch.
Und mehr fällt mir auch nicht ein. Ich denke, das ist auch weitgehend lang genug. Das sind so meine ersten Überlegungen, die ersten Feststellungen, die man so ein bisschen aus Sicht eines Ökologen zu der Insel machen kann und zu dem, was bisher so zu sehen war. Hat mir Spaß gemacht, die erste Folge, absolut. Die nächsten werden das wahrscheinlich auch tun. Und wann immer ich wieder was zu sagen habe, mache ich nochmal ein Video. Ich mache nicht zu jeder Folge eins, weil ich werde nicht zu jeder Folge nennenswert viel zu sagen haben. Und immer wenn dann mal ein bisschen was zu sagen gekommen ist, gibt es dann wieder einen Beitrag von mir. So, und das war jetzt lange Rede, dafür kurzer Schluss. Bin durch, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.